Am 1. September ist Verkaufsstart der Korridor-Vignette. Am Freitagvormittag erläuterte Projektleiter Dietmar Kappel von der Asfinag Mautservice GmbH das Projekt der Öffentlichkeit. Die Vignette wird am Beginn und am Ende des Korridors über Automaten vertrieben. Wir haben in Hörbrands 5 Automaten und in Hohenems 3 Automaten. Diese Automaten sind mit einer Sprechverbindung ausgestattet. Durch Drücken des Sprechknopfes gelangt unser Kunde, falls er Probleme hat, sofort in unser Asfinag Service Center, das auch mehrsprachig Auskünfte erteilen kann. Der Automat hat, was die Anzeige betrifft, eine Sprachauswahl für 4 Sprachen. Das ist Deutsch und Englisch, sowie die weiteren Amtssprachen in der Schweiz, Italienisch und Französisch. Als Zahlungsmittel werden am Automaten Euro-Münzen akzeptiert ab 10 Cent, sowie die sämtliche Kreditkarten, also Amex, Visa, Diners, Mastercard, als auch die Maestro-Card für Deutschland und Österreich und die gängigsten Tankkarten. Eines ist noch zu erwähnen, der Automat gibt kein Rückgeld, der Betrag muss also genau, wenn er in Münzen erfolgt, eingeworfen werden. Wir verkaufen die Vignette nicht nur an den Automaten, sondern auch an Vertriebsstellen. An diesen Vertriebsstellen, das sind in der Regel Tankstellen oder Raststationen im Nahbereich des Korridors, wurde ein speziell für diesen Zweck entwickelter Drucker auf Basis eines Etikettendruckers mit einer speziellen Ansteuerbox entwickelt, der sehr einfach zu bedienen ist. Er hat im Wesentlichen 3 Tasten, wo nur drauf steht, in welche Richtung die Vignette ausgedruckt werden soll. Die Bedienung erfolgt hier nicht durch den Kunden selbst, sondern durch das Kassenpersonal. Die Vignette ist als solche ein Rolling, also die wird erst bei der Ausgabe bedruckt, anders als bei der 10-Tages-Vignette zum Beispiel, die nur gelocht wird. Also sprich bereits der Wertträger selbst ist, der entwertet ist, so ist die Korridor-Vignette ein Rolling, der erst durch den Aufdruck Wert erhält im Wesentlichen.